Ich bin der Flemur Schale, wir haben den Samstag, den 30. Oktober 2021. Gleichnennung machen von 1 Drittel plus 1 Sechstel. Wir fangen an mit der Primfaktorzerlegung und sehen hier, da ist 1 geht durch 3 plus. Wie können wir 6 in Primzahlen schreiben? 2 mal 3. Oder wie können wir es aufteilen? 2 mal 3. Sind das bereits Primzahlen? Ja, das sind Primzahlen. Und jetzt können wir es gleich in Erinnerung machen. Das heisst, hier haben wir das 2 und das 3 drin, da vorne haben wir nur das 3 drin, uns fehlt da vorne nur das 2. Also hinten müssen wir nichts ändern, darum schreiben wir 1 Drittel mal 1 plus 1 geht auch durch 2 mal 3. Und hinten schreiben wir kein 1, weil da hinten müssen wir nichts ändern. Um es gleich in Erinnerung zu machen, also das Z ist in diesem Fall 2 mal 3. Jetzt fehlt uns ja beim ersten Term das 2, also schreiben wir hier 1 geteilt durch 3 mal und dann kommt unten rein kommt das 2. Damit es aber 1 bleibt, und warum soll es 1 bleiben, damit man da ein Drittel nicht verändert, muss eben oben auch das 2 haben. 2 geteilt durch 2, das ist 1. Und ein Drittel mal 1 ist ein Drittel. Und hier haben wir 1 geteilt durch 2 mal 3. Und jetzt können wir aufschreiben. 1 mal 2 ist 2, geht halt durch 3 mal 2, das ist 6. Plus 1 geht halt durch 2 mal 3, das ist 6. Und das ist dann 2 plus 1 geht halt durch 6 und das ist 3 geht halt durch 6. Und 3 geht halt durch 6, das ist 1 mal 3 geht halt durch 2 mal 3. Und das ist ein Zweitel. Ein Zweitel ist 0,5. Wir können auch ein Drittel plus ein Sechstel schauen. Ja, was ist denn das eigentlich? Und ein Drittel, das ist 0,3 unendlich plus ein Sechstel, das ist 0,16 unendlich. Dann geht das zusammen. 0,33, 0,166, da hinten haben wir 9. Hier haben wir 9, 3 und 1 ist 4, 0,499. Das geht dann immer so weiter, also eigentlich die Zahl ist unendlich lang, aber sie ist nicht unendlich gross. Sie hat eine bestimmte Größe und das ist dann eben 0,5. Also es ist so nahe an 0,5, dass es dann schlussendlich. Also eigentlich ist es 0,5. Jetzt kann man sagen, ja, aber warum ist denn das dann nicht 0,17? Weil 6 hier hinten, das ist nicht näher am 7. Also wenn jetzt das 0,16 dann alles 9er Zahlen sind, dann kann man davon reden, dass es 0,17 ist. Dann ist das eigentlich die genaueste Angabe. Stimmt das? Ist das eigentlich die richtige Begründung? Ich weiß es nicht. Beim Gleichnennung machen kommt es auf jeden Fall auf 0,5. Die Frage ist, warum darf ich jetzt hier 0,499 unendlich auf 0,5 herunter? Die wahrscheinlich daran will. Weil ein Drittel die genauere Angabe ist als 0,3. Gut.